Hallo und herzliche Grüße an das Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz. Leider kann ich heute nicht persönlich bei euch bzw. bei Ihnen sein. Deshalb versuche ich auf diesem Weg aus dem Theater ein paar Grußworte an euch zu senden. Zunächst zu meiner Person. Ich bin im Land Brandenburg geboren, in der schönen Sängerstadt Finsterwalde. In Berlin aufgewachsen und zur Schule gegangen und jetzt lebe ich wieder im Land Brandenburg. Allerdings führten mich meine Wege mein Leben lang immer wieder nach Sachsen. Ich habe in Leipzig studiert, in Dresden und Chemnitz Theater gespielt und seit mehr als 20 Jahren bin ich als Udo von Wackerstein in der Sachsenklinik in der Serie In aller Freundschaft gern gesehener Gast. Auch meine ersten Filmrollen habe ich in Sachsen gespielt, im Jahre 1987 und 1988. Zuerst in dem Märchenfilm Der Eisenhans, in der Rolle des Eisenhans. Dort wurde meistens in der Burg Kriebstein und um die Burg Kriebstein herum gedreht. Der zweite und längere Märchenfilm war Rapunzel oder Der Zauber der Tränen als Prinz Matthias. Einige Szenen von Rapunzel wurden sogar ganz in der Nähe von Annaberg-Buchholz gedreht. In dem Ortsteil Mildenau fand die Hochzeit des Prinzen Matthias mit der falschen Prinzessin statt. Und wenn man ganz genau hinsieht, kann man in den Szenen im Hintergrund auch noch den Pöhlberg sehen. Märchen spielen für mich schon mein ganzes Leben eine große Rolle. Und das nicht nur, weil ich eigene Kinder habe und ihnen Märchen vorgelesen habe und mit ihnen Märchenfilme gesehen habe. In meiner Theaterschule schrieb ich Märchenglossen, Märchenparodien, musikalische Märchenkomödien, die die Kinder und Jugendlichen mit großer Freude auf die Bühne brachten. Und das nicht von ungefähr. Denn Märchen sind für fast alle Menschen auf der Welt die erste prägende Begegnung mit Situationen und Geschichten des Lebens. Guten und Bösen. Nicht ohne Grund lautet das Motto des Märchenfilmfestivals von guten und bösen Mächten. Denn alle Menschen auf der Welt, groß oder klein, haben die große Sehnsucht, dass es gerecht und fair auf der Welt zugeht und dass das Gute stets gewinnt und das Böse stets verliert. Darum und um vieles mehr wird es beim dritten Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz gehen. Denn Märchenfilme im Besonderen erreichen ein größtmögliches Publikum und helfen uns dabei, andere Länder, deren Kulturen und Geschichten kennenzulernen. Ich freue mich, Sie und euch als Ehrenpräsident des diesjährigen Märchenfilmfestivals Fabulix in Annaberg-Buchholz ab dem 5. Juli begrüßen zu dürfen. Zauberhafte Grüße und bis zum Sommer. Ihr Dirk Schödorn.